Okay, ahoi. Heute ist Freitag, der 11. September 2009. Ich spreche für die Piratenpartei im Bundestagswahlkampf 2009 in der Hoffnung, viele Menschen zu erreichen, dadurch, dass wir in mehreren Medien multimedial auftreten, das heißt zum Beispiel Internet, Fernsehen, Plakate, Litfaßsäulen, Zeitungen, Kneipengespräche, Radio, alles was zusammenkommt, alte Tonbandkassettengeräte dürfen zum Einsatz gebracht werden, denn morgen ist die große Demonstration für den Datenschutz und für die Freiheit der Bürger im Internet. Ich habe mir eine eigene Fahne gebaut, aus meiner IKEA-Lampe und einem alten amerikanischen Fallschirmrest, Fallschirmseide und fotokopiert aus den Piratenplakaten. Das möchte ich nur empfehlen, weil wir uns morgen Nachmittag, Samstag, 15 Uhr, hier am Potsdamer Platz treffen. Hinter uns die Twin Towers. Die Erinnerung an den 11. September 2001 ist lebendig und wie wir ja jeden Tag in den Zeitungen mitbekommen, kämpfen wir dafür, dass das Böse aus der Welt kommt und das Gute hinein. Vergessen manchmal dabei Maria Ebner-Eschenbach, die gesagt hat, wenn man möchte, dass das Gute in der Welt ist, muss man es hineintun. So komme ich zu meiner Presseschau heute, die Bild-Zeitung und namentlich eine Wochenzeitung, die heißt Der Freitag. Und dazu sind wirklich ganz spannende Sachen zu sagen, ich muss mich beeilen. Je schneller ich spreche, desto medienuntauglicher ist das Ganze. Also, die Bild-Zeitung titelt heute Opel ein bisschen gerettet. Bei der Bild-Zeitung ist immer die Schwierigkeit, die Abwägung, muss die Schrift ganz groß sein, weil es ja eine Bild-Zeitung ist, oder kann man alles draufschreiben, was vernünftig ist. In diesem Falle haben sie sich für die große Schrift entschieden und haben gesagt, Opel ein bisschen gerettet. Und dann hätte noch da dran hinterstehen müssen, genauso wie Philipp Holzmann. Das haben sie versäumt, aber wir werden das alle in Kürze erleben. Insofern reibt sich VW schon die Hände, dass Opel gerettet ist. Das wollte ich zur Bild-Zeitung sagen und noch insofern für die Piratenpartei sehr erfreulich hat die Bild-Zeitung heute mitgeteilt, dass in Brandenburg die neueste Demoskopie ausweist 37% Nichtwähler. Nichtwähler in Deutschland, die größte Partei, wie man so sagt, was natürlich nicht ganz sachlich zutrifft, aber zumindest von all den Nichtwählern, die jetzt zur Linkspartei abwandern, für die es nicht möglich ist, die Linkspartei zu wählen, wie für mich zum Beispiel als Pirat, bleibt dann wirklich die APO-Partei, Piratenpartei Deutschland, in der Bundestagswahl am 27. September. Deshalb stehe ich hier und versuche, Menschen zu erreichen und auch mit Argumenten das Ganze zu unterfüttern. Insofern hat die Bild-Zeitung den Titel Opel gerettet. Die Zeitschrift Der Freitag wird von Leuten gemacht, die jede Woche sich schwerwiegende Gedanken machen und die ist höchst interessant und knüpft gewissermaßen an das noch weniger bekannte Kursbuch an, das inzwischen nicht mehr erscheint. Und der Freitag titelt heute wiederum groß mit Afghanistan und wir hatten uns ja schon versucht zu verständigen darauf, dass Afghanistan eigentlich ein Ablenkungsthema ist im Bundestagswahlkampf in diesem Jahr. Aber die Piratenpartei wird im Freitag gewürdigt. Und zwar ist eine Ankündigung und auch mit guten Argumenten. Da heißt es, sichtbares Gerangel, Bürgerrechte, selten war die Chance für mehr Freiheit statt Angst größer als jetzt, wenn die Digitalos von den Ökos lernen. So, also nach der Definition des Freitags bin ich ein Digitalo und ich könnte was von den Ökos lernen. Und dieser Vergleich wird häufig gezogen, als die Grünen, die Ökos, gegründet wurden, hatten sie ähnliche Anfangsaufgaben zu lösen wie die Piratenpartei heute. Und genau dieser Vergleich ist völlig falsch, denn die grünen Themen in den 70er Jahren wurden von der Politik gar nicht angenommen und die Grünen wurden zunächst kritisiert und auch kriminalisiert. Bei den Piraten ist das ganz anders, wie der wunderbare Soziologe Ralf Dahrendorf schon vor Jahren gesagt hat, diese Partei muss gegründet werden, aber sie hat die Schwierigkeit, dass auch alle anderen Parteien bereits Computer auf dem Tisch stehen haben. Insofern das Thema digitale Bürgerfreiheit keine Tabus brechen muss, in dem Sinne, dass man kriminalisiert wird, wenn man sich über Computerpolitik unterhält, sondern im Gegenteil, die meisten und besonders auch die Berufspolitiker haben überhaupt gar kein Verständnis und wirklich ganz wenig Kompetenz in Bezug auf IT-Fragen, Internetpolitik,
die Risiken von Datenschutz, die sozialen Auswirkungen von Totalüberwachung und so weiter und so fort. Alles Gegenstand der Demonstration, die morgen stattfindet. So, und nun habe ich aber hier wirklich noch nicht genug gesagt zum Freitag, sondern der Freitag bringt zwei ganz diese Unterbrechungspausen, die ich immer habe mit der Zeitung. Das ist nicht ungeschickt, sondern das ist zum Pinkeln gehen und zum Zigarettendrehen für die Zuschauer, dass sie sich konzentrieren können auf das, was ich gesagt habe. Der Freitag hat dann nämlich zum Thema Liberale aufgeboten einen Philosophen der Piratenpartei, nämlich Isaiah Berlin, der von Ralf Dahrendorf, von Karl Popper, von allen Leuten bewundert wurde und der also bedeutende Publikationen hat als Kommunismusflüchtling und weitreichend anerkannter Professor dann in London, Isaiah Berlin, über die Freiheit. Das ist sozusagen einer der wichtigsten Vordenker in Bezug auf Liberalität und Freiheit. Und da lese ich Folgendes vor. Die liberale Mitte. Das ist nämlich genau der Platz, den die Piraten einnehmen und wo man die autoritäre FDP Deutschlands völlig vergessen kann. Hier wird Entschuldigung, das ist jetzt aber tontechnisch wirklich ganz geschickt. Zitiere die liberale Mitte. Im Grunde begründet sich diese Theorie des Liberalismus allein durch seine Anlehnung von Ablehnung. Begründet sich diese Theorie des Liberalismus allein durch seine Ablehnung von Endlösungen und absoluten Idealen. Und insofern laufen wir alle Gefahr, als Liberale zu enden, denn wer könnte dem nicht zustimmen? So muss man für die Piratenpartei argumentieren. Das wollte ich nur sagen. Und weil das so wichtig ist, dass wir auch in allen Medien tätig sind und für die Zeitschrift Der Freitag, die mir jetzt hier schon wegfliegt, zum Beispiel Leute wie Hans-Magnus Enzensberger oder auch Eckhard Siebmann schreiben, habe ich jetzt etwas für diese Generation mitgebracht. Und zwar, das ist das Kursbuch Nummer 20, sogar ein Nachdruck, in dem die Medientheorie von Enzensberger dargelegt hat, der nämlich gesagt hat, die Fotokopie kann Druck von unten machen. Das ist das Medium der unabhängigen Kommunikation und Informationsbereitstellung im politischen Prozess. Genau dieses ist der Grund, weshalb Rank Xerox im Ostblock in der Sowjetunion in Moskau oder in Ost-Berlin verboten war. Das heißt, die Medientheorie von Enzensberger sagt, je besser jeder Einzelne seine Sachen publizieren und multiplizieren kann, desto mehr kann der politische Prozess sich sozusagen in Diskussion und Multi-Ideenspiel einspielen, ausbalancieren und letztlich die Gesellschaftsinteressen verwirklichen. Das ist hier in diesem Kursbuch, das ist von 1978 oder irgendwie, oder 68, ich habe jetzt nicht genau reingeguckt, aber ich habe es auch schon seitdem. Und ich habe dazu mitgebracht, dieses wunderschöne Buch. Ich hoffe, der Mitarbeiter, der Freund, kann seine Technik jetzt voll ausspielen, indem er das Close-Up macht. Isaiah Berlin, Freiheit, 4 Versuche. Das empfehle ich speziell auch für alle Piraten, die diesen Namen überhaupt noch nie gehört haben. Aber sie werden begeistert sein, indem dann auch Isaiah Berlin, das sei jetzt nochmal für die Redakteure des Freitags, dieser Wochenzeitung gesagt, unbedingt nachlesen sollten. Wenn Sie schon einen Artikel über Isaiah Berlin bringen, dann sollten Sie sich mit dem auch auskennen, was hier nicht der Fall ist. Denn zum Thema Willensfreiheit schreibt der heutige Freitag, ja, dass die Willensfreiheit unter Umständen ja sehr eingeschränkt ist. Dann lesen Sie mal über Willensfreiheit bei Isaiah Berlin. Und jetzt wollte ich noch was sagen zum Druck von unten. Wir sind hier mit der Fernsehkamera, mit dem Mikrofon und mit der selbstgebastelten Fahne. Und wenn ich, Michael, komm bitte mal, dass du das siehst, was wir für ein tolles Team sind, dass wir uns zusammen hier zur Vordemonstration erwackeln. Mit dem Kopf. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich manchmal mit dem Kopf wackele. Das sind unsere Verständigungstechniken. Oh, Entschuldigung, jetzt wird ja total der Horror. Komm, mein Lieber. Ist ja nicht nur so, also, dass du hier die ganze Zeit. Also, wir tragen permanent auch im Schlafzimmer nur Schlips und Kragen, wie man sehen kann. Also, hallo. Ahoi.